Vom 12. bis 14. August nehmen euch Pete's Meet mit auf ihren Campingtrip in die Eifel. Es wird am Lagerfeuer gekocht und Geschichten erzählt. Es werden Tiere gefüttert und gestreichelt. Es gilt, Pfadfinderprüfungen zu bestehen und Abzeichen zu verdienen. Und vor allem gilt eins, euch zu unterhalten. Die Schnittchen freuen sich auf euch. Seid dabei und schaltet ein. Exklusiv auf dem Twitch-Kanal von Pete's Meet. Dann 3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei der Bründe Perfect Heist. Heute wieder mit allen von uns geilen Schnittchen. Es gibt ein VIP heute in der Runde. Peter und Jay sind die netten Bösewichte. Nein, nicht Bösewichte, aber die haben schon die Tür aufgemacht. Interesting. Wer sind die Bösewichte? Jay und Peter sind die kommen in unseren Augen die Bösewichte. Was hast du denn für eine Klasse? Ich habe eine Klasse, die hat einen Jammer für Controlled Vehicle, für Robber Vehicle. Davon kann ich zwei Jammer platzieren und die deaktivieren Remotely Controlled Robber Vehicle. Okay. Ich muss erstmal hier diese Map verraffen. Leute, draußen? Gibt's Zeugs? Hier ist alles voll mit Juwelen draußen. Einer von denen rennt hier gerade übelst rum, oder? Wart ihr das? Nee, einer ist hier bei mir bei dem Jewelry. Okay, ich habe mich vom Weg gezogen. Oh, die sind schon drin auf jeden Fall. Und einer von denen... Also einer ist der SWAT-Boy. Haben schon gewechselt die Optik. Und der SWAT-Boy, der müsste jetzt irgendwie vielleicht zu Sepp sein. Den sehe ich gerade gar nicht mehr. Ja, einer ist bei mir die ganze Zeit hier am Rumrennen. Das ist aber der andere gewesen. Der hat nämlich gesehen, mehr oder weniger... Spiel haben, oder? So. Was passiert ist. Ich bin jetzt erst drin. Einer ist oben drauf, ja. Oh, einer ist oben drauf? Einer ist oben auf dem Dach drauf. Wir müssten den VIP töten, dann gibt es richtig Kohle, der ne? Der VIP, den habe ich gerade nochmal gespottet, wo der ist. Ja, ich sehe den auch. Ich bin hinter dem. 10.000 oder so. Weiß jemand, wo der zweite ist? Alter! Da wurde der VIP einfach mit dem Raketenwerfer getötet, nice. Das ist richtig. Ah, ne. Oh! Die haben schon 22.000... Ich habe keine Ahnung, woher sie die haben, aber die müssen auch 70.000 holen. Ganz schön viel. Das war smart. 70.000 müssen wir holen, das ist aber ganz schön viel, Freunde. Ja, das ist viel. Einer ist oben. Nochmal wo gespottet. Ist oben? Ja, oben ist hinter mir. Oh, ich werde beschossen. Aber den habe ich. Nice. Scheiße, Alter, ich war so kacke. Ich dachte, ich kann den easy machen, weil der einfach vor mir rumstand, aber ich bin einfach zu kacke mit der Pistole. Das macht keinen Schaden. Und ich habe scheiße geschossen. Das tut mir leid, das war doof. Okay, machen wir nicht. Ein bisschen. Wollte gerade sagen, du bewegst dich aber sehr auffällig, lieber Christian. Ich habe ja auch einen im Visier, der ein bisschen komisch läuft. Ah, der steht auf dem Dach. Stimmt. Hm. Bram? Ja. All in your hands. Ja. Ich sag mal, wie es ist, das wird schwierig. Der hat nicht mehr so viel Leben, den könntest du töten. Wir haben... Was? Ich okay, diesen... der war nicht. Bram hat mich gekillt. Unten irgendwo. Okay, Bram ist wild unterwegs. Ja. Wie viele Raketenwerferschüsse hast du noch? Ein. Zwei. Ah. Zwei? Damit könntest du unten den Tresor aufmachen zumindest. Da oben auch. Zwei ja, aber Schuss unten hat er die Wand auf, um nach draußen zu flüchten. Weiß halt... Wie soll man da Leute verfolgen? Also da liegt auch, by the way, Geld. Okay. Ja, schon. Alter, wie schnell die waren. Weißt du? Ist die schon auf? Ah ja. Ja. Ja, das geht. Ja, ja, zwei Schüsse brauchst du. Ja, aber leider und steht wenn er neben dir steht, hier. Dann nicht. Dann nicht. Aber die müssen ja jetzt, also jetzt muss Bram das erstmal alleine richten. Schon toll. Okay, Bram hat vor mir. Also, okay.
Damn it. Also, okay, ja. Bram, da hast du in dem Fall jetzt vor mir direkt die Waffe gezogen. Das konnte ich dann ja, natürlich... Ja, ich hab erst gerade ausgeguckt, da habe ich dich aber nicht gesehen. Dann habe ich mich nach rechts gedreht und dann... Aber warum müsst ihr so viel Geld holen? Das ist ein bisschen mehr als sonst, oder? Weiß ich ja, nicht, ich kann schon. Das nochmal einstellen. Okay. Also ich glaube 45.000 oder so hatten wir letztes Mal. Ich nehme Ninja. Ich nehme mal den Gas-Trap-Typen. Beziehungsweise Solid Snake ist das. Dann würde ich die einfach die ganze Zeit ablenken. Kann jemand was sprengen, um da an den Tresor zu kommen? Weil eigentlich war das eine geile Taktik. Ich kann mich nur disguisen, aber ich kann auch irgendwas nehmen, was sprengen. Hier liegt aber auch ein. Okay, ein wir haben noch zwei bereit. Sekunden. Die ja. Frage war ein bisschen egal. Spät. Hier, wenn ihr sprengen wollt, hier runter. Einer kann hier runterlaufen. Genau hier am Anfang. Ja. Dann kann sich den Raketenwerfer mitnehmen. Ich kann doch die Bombe mitnehmen einfach, oder? Ja, aber kannst du die einfach tragen, dann siehst du das doch, oder nicht? Ja, das stimmt. Welchen Raketenwerfer? Das war ich. What? Okay, eine Tür hier ist buggy. Achso, ich dachte gerade, du machst hier geilen Shit. Polizist genau. Und Agent waren beide in der Lobby. Oh. Und er geht raus. Wo ist denn der? Draußen an unserem Eingang. Ja, direkt rechts ist so ein kleines Loch und da gibt es nur zwei Ecken. So, check mal. Ach, da! Hä, was war denn schon wieder? Ich höre ganz wirde Geschichten. Ich höre auch hier ganz cool. LOL! Aua! LOL! Ich weiß nicht mal von wo. Was machst du jetzt kaputt? Eine Wand. Ihr könnt mir ja Bescheid sagen, wenn ich kann. Ich hab Jay gekillt. Die weg ist nice. Dann mach ich die jetzt kaputt. Aber ich bin irgendwo gekillt. Oh mein Gott. Frechheit. Hätte mich gerade auch fast gekillt. Bram ist Sniper! Ich muss die Steuerung unbedingt wieder umstellen. Ich hab Jay nochmal weggesniped. Nice, Bram. Ich mach mal noch Feuer. Ich mach mal richtig Stress hier gerade. Komm ich denn? Oh. Einer ist unten in der Lobby. Was piept hier? Achso, Bombe, ne? Feueralarm. Ja, wenn ich hier hochgehe, dann wird halt Alarm ausgelöst wegen der Kamera, wa? Ich könnte. Meint ihr, die Kamera löst doch aus, wenn ich eine Box bin? Such das Feuer gerade. Find's nicht. Hab's gefunden. Kann ich als Box klettern? Nee, aber der Alarm ist erstmal nicht so wild, oder? Okay, ich geh jetzt auf das Bankgebäude drauf. Von da aus ich hab ihn gegast. Muss es klappen, Leute. Sind das Sniper-Schüsse, die ich dann da höre? Ich glaube da liegt schon. Geld. Hä? Au! Alter, was machen die? Das kann ja sein, dass der zu dir kommt. Ja, aber der kann ja den Tresor gar nicht aufmachen. Nur noch bei dir, Sepp? Ist immer noch bei mir, kommt jetzt runter. Was ist das für ein Sound? Was soll der Scheiß? Ist hier noch irgendwo Feuer? Das ist die große Dingens. Wie heißt es, die beim Tresor? Ach so. Kommt runter, runter, runter. Ist hier am Tresen. Und guckt sich hier um, geht raus. Geht raus, ja. Ist bei den Jewels draußen. Dann habe ich ein Problem, dann kommt der hier hin. Ne, der ist hier immer noch in der Lobby, der eine. Oh, ich hätte fast Bram gekillt. Jawohl, nice. Ah, noch mehr Gift! Sack. Alter, diese Mistleiter! Scheiße. Okay, aber ich hab den zweimal gekillt. Wo? Der war noch in der Lobby. Ja, der war also vor mir. Also ich kann jetzt zum Wagen gehen und es droppen? Jetzt hab ich mich dahingestellt, wo Bram mich gekillt hat, der Penner. Da gibt's ein Haus, wo man von außen ran kann, das ist ja wild. Okay, alles gut. Das war's. Moment, ich guck einmal kurz hier. Um die Ecke. Ich geh mal gucken. So, ja, ich hätte auch einfach um die Ecke gucken können. Ich sehe keinen gerade. Hinter dir. Oh, bei mir Gott, ist einer. Neben dir ist. Da mir ist halt Pop. Einer. Ist teilweise auch schon gehackt. Hier liegt überall Geld am Boden. Ja, die werden uns gleich richtig auseinandernehmen. Sind zumindest nur zu zweit. Ja, der andere ist bei Jay mir steht draußen hinter bei, dem, mir. Bei den Juwelen. Da dürfte dann Peter sein. Ja. Bei mir ist noch einer. Aber der sieht mich gerade nicht. Das heißt, ich kann rückwärts laufen. Ich habe was geschossen. Der ist gerade in den Juwelenraum reingegangen. Ja. Ist in dem Juwelenraum wieder raus an der Bar.
Ja, das ist das Schild hier so. Ja, ist oben in der Lobby, oberen Lobby immer noch. Also einen beschäftige ich hier die ganze Zeit. Okay, ja, ich habe einen Tresor mitgenommen und... Bei mir ist es noch einer. ...im Auto verstaut. Ach, das bist du. Mach die Tür auf, komm damit. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Die sind super sneaky, sneaky unterwegs. Wir haben mal 16.000 geholt jetzt schon. Schon nicht schlecht. Soll ich dir mal die Kameras die ganze Zeit drauf zugreifen? Einer ist weggegangen bei mir. Der blaue läuft Richtung wieder da. Christian, wo der vorher noch an der vorbeigelaufen ist. Ne, doch nicht. Läuft wieder zurück zu den Juwelen. I have an idea. Ist das die Map mit dem Untergrundbahnhof noch? Es gibt, glaube ich, noch einen Untergrund, wo die auch Kohle klauen können. Du kannst eine Rifle dir jetzt getten. Die ist besser. Hab Sepp. Also hier. Kannst du dir eine Rifle gönnen. Okay, kannst bessere du mir mal bitte Waffe. Appreciaten, dass ich hier einen geholt habe? Ja, ich appreciate das und ich wollte dir trotzdem noch sagen, du kannst dir da eine geile Rifle holen. Hol ich mir. Ist bei mir einer, Bram? Nee, ne? Zum Gang nach unten? Genau, zum Gang nach unten. Einer ist immer noch oben bei den ATMs, okay. An der Bar oben. Scheiße, er hat... Okay. Oh Mann, okay, ich hab... Das kam zu spät. Ich dachte, der wäre weg. Das klang wie, der ist auch weg. Scheiße. So, Stachelhäuschen. Wo ist der Herr, die Herrschaft? Wo ist der Herr? Wo ist die Herrschaft? Ja, wo ist die Herrschaft? Piep. Okay, einer ist bei auf dem Dach. Der jetzt bei den Juwelen auf dem Dach stehen ist so räudig einfach nur. Naja, ist das auch. Kannst du den töten? Nicht womit. Ich glaube, du schaffst es nur noch, wenn du beide tötest. Mit dem Raketenwerfer, wa? Ein Schuss. Raketenwerfer ist ein Schuss. Okay, das ist sogar eine echt gute Waffe. Sind immer noch bei 16.000. Naja. Also ich glaube, du schaffst es nur noch. Einer ist in der Lobby drin. Wenn also du einen sehe ich. In der Lobby vorne rechts zurück. Ja, links von mir ist direkt einer. Ja, dann... Den würde ich versuchen zu kriegen. Der andere ist am Dach. Ist jetzt oben an der Bar. Oder? Immer noch oben an der Bar, jetzt rechts ja, zu den ich ATMs. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nur, dass du dich nicht selber killst. Wie viele Tresore haben wir denn hier? Nur ein? Ne, zwei, oder? Glaube ich. Und wie gesagt, ich muss nochmal gucken, ob es hier irgendwo so einen Untergrund gibt. Kommt man denn in den Untergrund? Ach, dadurch. Das wird nicht passieren. Und der läuft jetzt die Treppe wieder runter, Christian. Zu den Juwelen draußen. Das ist der andere. Beide sind da. Beide sind genau vor dir. Schieß, schieß, schieß. Nein! Nein! Oh mein Gott! Lol. Da. Hat Christian nicht gut geschossen. Schade, oh, Raketenwerfer wäre gut gewesen. Wenn ihr uns killt, erschrecke ich mich immer so sehr. Alter, Bram, der Sniper, ey. Da habe ich ja dich gar nicht erwartet. Das war nice. Ich hab's probiert, mal was Neues. Einfach frech. Ich hack jetzt PCs und dann gehen die Vault Doors open. Theoretisch, einen würde ich aufs Dach schicken von euch. Da kann man oben in den Tresorraum rein und durch einen Luftschacht kann man runter und abhauen in der U-Bahn. Dann gehe ich Hotdog. Dann mache ich den Tag mit der Drohne. Um die ich Dinger Drohne aufzunehmen. Und ich kann mit dem Grappling Hook nach oben. Ach so. Nee, ich habe ja Drohne und PC-Virus. Ach so, also nimm du mal was anderes. Dann nehme ich Pickpocket, damit ich halt die Sachen im Zweifel rausnehmen kann, ohne dass ich, erwischt werde. Ja. Das ist sogar richtig gut, die Kombi, die wir jetzt haben, weil ich bin Detective. Und kann diese Fußspuren wieder checken. Ah ja, nice. Heißt, mal gucken. Soll ich jetzt aufs Dach und irgendwas machen? Hallo, ich bin noch direkt an der Leiter gespawnt. Ja, weiß ich nicht. Also ich muss erstmal an den PCs kommen, aber das ist eigentlich nicht das Problem, weil hier vorne ist schon mal ein PC. Nice. Okay, hier vorne ist bei mir jemand in der Lobby. Geht da einer schon direkt wieder aufs Dach? Muss ich erstmal hier wieder schimpfen. Halt, wenn ich PC hacke, macht das Geräusche? Nee. Okay, Jay, einer ist bei uns. Er hätte es fast blauen gesehen. Auto. Ich hab neben ihm gehackt. Okay, hat er das gehört? Ich glaube, das hat er gehört. Zwei sind in der Lobby. Die Kameras sind hier draußen übrigens. Habe ich die einmal markiert. Da kann man das zerstören. Wenn das kaputt geht, wissen wir, wo es war. Zumindest. Wie sehen die denn aus?
Ja, das kann ich dir jetzt sagen. Downloading Data. Wir haben alle sind in dem normalen Outfit der Nicht-Mitarbeiter mit roter Jacke. Ich hack den dritten PC gleich in die Tresor-Dinger auf. Ja. Du könntest theoretisch aufs Dach. Okay. Das heißt, ich kann jetzt, ich hab den Raketenwerfer. Das heißt, ich kann von außen die Wand bei dem einen Vault kaputt machen. All walls have been opened. Das ist ja nice. Ja, das ist ganz schön beschissen. Ja. Wir haben das über PCs gemacht. Das ist... Schnell haben die das denn gemacht? Weiß nicht mal, wo ihr PCs sind. Nur in einem Raum eigentlich. Wie ist das passiert? Hier liegt ein Toter. 30 Sekunden. Bei mir oben bei den ATMs ist hier mal. Ja, das könntest du machen, Bram. Das mache ich jetzt auch. Das wäre gar nicht. Da kommt einer entgegen. Geh zum unteren Vault, gehst da oben rein. Einer. Rechts von dir ist jetzt einer. Die sind nach unten gegangen, beide. Okay. Ich bin da. Hier die Tür auf. Habt die Wand kaputt gemacht? Ja, du hast hier ganz schön viele Leute getötet gerade. Eck 27 Sekunden ago. Ja, okay, das bringt mir ja nicht so viel. Ich gucke mal, wie die aussehen. Ein Bankangestellter mit Anzug, einer nur mit Hemd und einer der normale mit dem roten Hoodie wieder. Den habe ich geholt. Die gucken runter, Bram. Oh, das ist schlecht. Oh, das war richtig kacke. Der war in den Toiletten drin. Ich wollte in die Toiletten rein und der Sekunde, wo ich da rausspringe, der andere steht neben dir. Ja. Scheiße. Können halt gucken, wie wir aussehen. Das ist halt auch endblöd. Ja, aber da liegen genug Leichen, sodass man sich die ganze Zeit umziehen kann. Es gibt auch echt genug Leute, oder? Oh, na, ach komm, was ist das denn für ein Timing wieder? Normalen Anzug und einer nur mit Hemd? LOL! Okay, vor meiner Nase hat Christian sich gerade umgezogen. Aber lucky. Das war richtig kacke. Ja, der ist gerade links neben dir, Sepp. Der stand ja, genau vor mir, als ich mich umgezogen habe. Scheiße. Die sind beide da oben in dem Lobbyraum. Du könntest theoretisch zu dem Vault gehen und alles Money einpacken, hinschmeißen und dann mit der Drohne abholen. Ja, aber ich mach einen Sound, wenn ich... Achso, unten meinst du? Oben mache ja, genau. Ich nämlich einen Sound. Jetzt, was ist denn normaler? Er ist ein Angestellter, ohne Anzug, nur mit Hemd. Angestellter nur mit Anzug, ohne Hemd? Ja, der hier hat keinen Anzug, der hat nur ein Hemd an. Ach, so einer. Okay. Ja, unten tingelt der halt rum, ne? Ja, jetzt gerade, aber genau. Einer ist halt unten am Vault, einer ist quasi oben am Vault. Die sind beide in einem Raum gerade vor dir gewesen. Mhm. Oh, das war oben. Die kommen beide hinterher. Ach. Hallo. Okay, das haben wir natürlich ganz gut gehört, ne? Ja, unten ist aber die ganze Zeit einer am Kippen gewesen an dem Vault. Das bringt dann ja auch nichts. Willst du mal mehr Leben einstellen für euch? Ja, können wir machen. Stell mal mehr Leben ein. Mal gucken wir das mal. Bisschen hart, wenn wir euch einmal erwischen und ihr dann direkt raus seid. Kommt ja, das ist echt. Okay, machen wir genau das gleiche nochmal. Nur in geil. Ich habe jetzt, dadurch, dass wir jetzt Leben haben, habe ich mal den Heavy genommen. Developer. Jetzt bin ich das, was du, glaube ich, gerade warst. Ist das Developer? Ja, mit der Antivirus-Software auf den PCs. Ach so, ja. Ich hole jetzt den Raketenwerfer und mach direkt schon mal das Ding weg. Ja, sobald ich einen sehe, einer lübt gerade raus zu den Juwelen. Einer geht in die Lobby, zwei in der Lobby. Oh, hat die den Anti-Hacker-Dude genommen? Ich glaube, die hat ihn. Ja, der Gegen-Hacker ist. Ich guck Camps. Ich? Und hört halt, doch, das war. Oh. Also, das war ich. Achso, das warst du. Ja. So, hab alle Shit verteilt. Das heißt, es wieder warten, bis sie uns killen. Schießt vielleicht nochmal ein paar Fenster kaputt, wenn ihr könnt. Ich hack PCs und gleich sind die Vaults offen. Ich mach die Kameras aus. Seid ihr abgebrochen? Draußen steht übrigens ein Polizist. Einer ist schon. Ein PC ist gehackt schon und Erdgeschoss. Läuft jetzt hinter dir. Der Gehackte. In der Ecke hinter dir. Du musst in den karierten Bereich, in die Eingangshalle. Oh, jetzt haben sie was kaputt gemacht. Oh, sie haben es kaputt gemacht. Das ist mein Antiviren. Oh shit, ich hab was gehackt, was böse war.
Ja, hier ist ein Polizist bei mir. Bei dir? Ja, jetzt nicht mehr. Hier ist einer von denen. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, bei mir ist die Anti-Hacker-Tante. Was? Lol, Peter hat dadurch den Falschen erschossen. Peter ist out of game. Okay, das ist nice. Oh, Peter! Er hat den Falschen geschossen. Jay ist bei mir, unten. Jay geht hoch. Dann nee, hinten drin. Jay geht hoch zu Newells. Er hat die Anti-Hacker-Tante. Das ist schlecht. Einer hat mich draußen mit einem. Das wird hart. Ja, das wird wirklich hart. Dann machen wir doch hier den Volt. Oh shit, ich hab Anti. Er tötet mich jetzt. Ja, er tötet mich. Fuck. Der hat ja alle Rechner hier geclaimt, die Pimmelnase. Reicht mir. Der ist zweimal an denselben Antiviren installierten Dingens gegangen. Und ich meinte den da als Hack, da in der Ecke, wo die zwei Bankleute stehen. Okay. Okay, das ist mies. Okay, der untere Vault ist offen, Bram. Okay, einer läuft draußen rum. Ja, ist Jay. Zu den Kameras kommt der. Oh, warte mal, ich mach die Kameras dem mal wieder an. Ja, da wurde ich leider abgeschossen und hab dann auf den falschen NPC geschossen. Oh, der ist direkt der Grüne, direkt links, da, der. Mach die Kameras wieder fit. Selbst du bist als Manager verkleidet. So spawnt man wieder? Gott, ich bin ja noch nie gespawnt vorher. Wieso hab ich den denn nicht getroffen? Ich hab den auch eben getroffen und nicht direkt gekillt. Der hat jetzt wahrscheinlich noch 10 Leben oder so. Was hat denn? Er hat daneben geschossen. Ja, das war verschossen, mein Freund. Aber der hat 4 Leben, ne? Ich bin im Ding. Der hat 4 Leben. Scheiße, ich hab wieder was gehackt, was nicht gut war. Sieht man denn immer die scheiß Maske an? Achso, Wie viele Rechner kann der denn gegenhacken? Ich seh dich. Ist er oben? Du siehst ihn? Ja, der ist da oben drauf. War ja nicht so schnell hoch. Ah, guck dir da ganze Moneten an. Was? Noch mehr Moneten. Ja, wenn Jay kein Leben mehr hat, soll er mal kommen. Meine Shotgun wartet. Ist der hier? Jay ist bei mir. Ich stehe direkt vor dir am Fenster. Dann schmeiße ich jetzt die Kohle entgegen und dann sag ich mal, kommt zu dir. In deine Richtung. Du musst bedenken, Mann, die kommen Scheiße, wieder, die Virensoftware, Mann. Ich hab da... Junge. Hier wird nicht gehackt. Haut ab. Okay, das ist natürlich nicht rausgefallen. Ich weiß nicht, wo er ist. So, einfach hier oder geh selber raus. Sind die Rechner dauerhaft gegen gehackt? Ja, sind sie. Die Maske auch, ja. Ich weiß gar nicht, du kannst da hoch, ich krieg die Krise. Ja, aber ich muss ja rennen, ich habe ja auch noch ein Bag auf. Wie viele Rechner kann der denn bitte counterhacken? So, wir brauchen noch 15.000. Du kannst eine Leiter hoch neben der Kamera. Da kannst du auf das Dach, theoretisch. Also neben aber das ist nur eine. Ja, das ist richtig. Das musst du gewesen sein. So, geil. Also 5.000 sind unten noch in dem ATM drin. Ich nerv ihn die ganze Zeit. Und hier vorne, in den Juwelen, auch einfach. Ah, was? Ich dachte, er hat kein Leben mehr. 30.000 haben sie. Krass. Ja. Ja, ich weiß, du bist alleine gegen 3. Es ist nicht so einfach. Warum so? Ich habe ihn die ganze Zeit genervt, aber er hat alle Rechner quasi gegengehackt. Das ist einfach Schmutz gewesen. Das ist ja nicht schlimm, also das ist ja okay. Und die sind anscheinend auch perma gegengehackt. Das ist echt doof. Kann man den Vault? Ist oben, der oben ist er weg. Der ist bei den Juwelen oben. Ja, theoretisch könntest du außen nehmen. Außen dann schnapp ich mir hier die Juwelen, ja? Ja, mach mal. Ich guck mal, ob der... Ich guck mal auch mal. Ich komm wieder. Sag mir, wer noch am besten die Maske, oder? Dann bist du. Ja, ne, wobei das auffällig ist. Der hat einen Rucksack am Rücken. Das wird Jay auf jeden Fall sehen. Der ist oben am Dach. Oh shit. Oh nein, Raketenwerfer ist total doof gegen das Dach. Ja, danke. Nein! Ja! Als ob du trotzdem noch gewonnen hast. Boom! Okay, was war da? Ich hab's nicht mal gesehen. Seit wann sterben die Leute nicht mehr, wenn du die mit dem Raketenwerfer abschießt? Sehr frech.
Ich glaube, du hast mich nicht getroffen. Peter ist auch nicht gestorben, dem habe ich das Ding unter die Füße gesetzt. Ja, ich wurde voll getroffen und bin nicht gestorben. Krass. Schade, schade. Bei Jay du warst jetzt aber so kein Charakter, der nicht von Explosionen sterben kann, oder? War auch blöd gespielt, was man sagt. Wie ein Developer. Oh. Alter, dieses Antiviren, Alter, hab ich das so ist mega gemacht, Schmutz. Wie viele Rechner kannst du anti-cheaten? 5. Alter, das sind ja quasi alle. Ich weiß ja, nicht, wo der 8. gewesen war. Ich kann aber auch noch, also zusätzlich, ne, zu den Dingern kann ich auch diese ATMs antivieren. Ach, auch noch? Ach du Scheiße, schützen. Ey. Ja, das war, ja, das war smart. Ich bin aus Versehen Christian Officer und ich haben jetzt Position getauscht. Hey. Ich weiß nicht wieso, aber das ist passiert. Ist auch okay für mich. Was ist denn unsere Lieblingszahl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bin jetzt Riot Control. Okay. Okay, unsere Taktik ist. Oh fuck, was bin ich denn jetzt? Oh, ich war doch noch am Durchklicken. Fuck, ich hätte, also ich kann euch den, also hier genau, Peter, für dich zur Information, wenn du hier die U-Bahn runtergehst, direkt ist auf der rechten Seite ein Raketenwerfer. Ah, okay. Ja, der tauscht deine Zweitwaffe aus. Ah, das ist ja nice. Steven Boys. Ja, ich kann eine Drohne benutzen und ein Jetpack. Ey, eine Drohne kann auch geil sein. Aber in dem Moment kann ich mich nicht wehren. Ja, das ist natürlich blöd, versteck dich ins Klo oder so. Kann ich lieber selber laufen. Warum hab ich das nicht nehmen können? Einer ist fettes Schild. Ja, hab ich auch gesehen. Einer ist fett Shield. Ja, die laufen auch beide rum. Ja, oh, die haben sich beide fett gemacht. Achso, ich weiß ja jetzt, wie die arbeiten. Bram rennt übrigens immer ganz gerne in den Untergrund. Ich weiß ja jetzt, wie die arbeiten. Und was macht er dann im Untergrund? Ja, den Raketenwerfer da holen und dann das Loch da unten sprengen. Ach so. Ich dachte, der Raketen... Dann gehen wir da direkt mal gucken. Die Walls werden sofort aufgehen. Noch ein Rechner. Oh, das ist nice. Mach ich mal so ein bisschen Glas kaputt. Ich bin drin, verkleidet. Okay, Bram. Das ist gefährlich. Bin auch drin. Ja, nein, der Raketenwerfer ist auch noch da. Ich bin halt einfach, glaube ich, die glücklichste Person in diesem Spiel, die es halt gibt. Weißt du, zieht sich einer vor mir um oder weiß nicht. Ich weiß gar nicht, wer das einfach macht. Nur unendlich Glück in dem Spiel. Okay, was ist der Plan? Kommen wir hier raus? Ich mache euch sofort die Walls auf und dann kannst du mit dem Raketenwerfer von außen die Wand kaputt machen, sobald du da dran kommst. Mach mal bitte, mach mal einen. Den hast du dir hoffentlich geholt. Wer? Nee, den habe ich nicht geholt. Das war für der mich nicht unten. Klar, dass ich mir den deswegen dann auch holen muss. Okay. Auf jeden Fall sind die Sachen jetzt offen. Okay, einer war unten gerade. Ich geh mal direkt einen holen. Die NPCs sind hier genauso seltsam wie in GTA, ey. Die machen immer Schmuck. Wir haben noch 0. Wie sieht's denn draußen bei den Jewels aus? Da sind die Scheiben kaputt. Das ist schlecht. Ah, Sepp ist wieder am Hacken. Ah. Geil, ist doch da auf die Juwelen, oder? Ja, tust du nicht. Ich gehe mal zum Vault, kurz gucken. Sehr gut. Was? Sepp, der rennt hinterher. Warte nicht, Sass. Das bin ich, alles gut. Hier unten ist einer. Guck mal live. Welcher? Nein, der ist abgehauen! Er hat Geld aber rausschmeißen. Ich hab das Geld gedroppt. Das ist richtig schlecht. Jay hat auf irgendwen geschossen. Er war so richtig smart. Mann, ich hab den nicht mehr wie. LOL! Nicht nachladen! Alter, wie lange das gebraucht hat. Scheiße. Aber ich habe 20.000 rausgeschmissen. Ja, okay, die liegen jetzt hier. Jay ist wieder rein. Ich habe 12.000 in der Zwischenzeit geholt bei der ganzen Verwirrung. Er hat Geld aber rausschmeißen. Ich habe das Geld gedroppt. Das ist richtig schlecht. Jay hat auf irgendwen geschossen. Ja, auf mich. Scheiße. Aber ich habe 20.000 rausgeschmissen. Ja, okay, die liegen jetzt hier. Jay ist wieder rein.
Ich habe gleich das ganze Geld. Ich habe das ganze Geld abgegeben. Okay. Fehlen noch. Brauche noch 3000. Brauche noch ein ATM. Kommt ihr hier noch irgendwo rein? Irgendwer hat hier schon gepiept, ne? Ich habe gerade gepiept. Bin im Vault. Ah, okay. Ja, Peter, geh einfach in die Lobby, mach den ATM. Nee, da ist der. Da ist einer, der mich gerade deswegen angeguckt hat. Und ich flieg mit der. Direkt hier vorne ist einer. Ja, ich weiß, der stand gerade exakt vor mir, der Dude. Genau da nämlich. Ohne geht sich Geld holen. Ohne kaputt. Ach, Peter, wo bist du denn? Das ist doch wieder Peter. Wo steht der? Oh ja. Der ist doch auch mal unten drin, oder? Ja, genau unten. Okay. Also ich distracte gerade mit der Drohne. Der andere steht immer noch unten an den ATMs. Sepp, dann lass uns doch gemeinsam hier in der Bank noch was holen. Was hältst du denn davon? Ja. So. Wir haben hier vorne zum Beispiel ATMs natürlich. Kannst du dich einfach hier vorne Geld einsammeln? Ram huckelt sich. Ja, ich bin jetzt oben. Hier liegt also kein Geld, okay. Nee. Einer kommt vorne rein. Wir haben schon 42.000. Ja, schlecht. Ja, die haben hier den ganzen Beutel leer geräumt. Wo bin ich hier? Es gibt einen ganz großen Keller. Hier habe ich gar nicht gespielt bislang. Da unten in dem... Warst du noch nie drin? Nö. Ich wusste nicht mal, dass das gibt. Wer ballert denn da rum? Schießt der auf irgendwas? Ja, ich schieße. Ich mach ein ATM, mache ich. Ich versuche dir Rückendeckung zu geben. Pena, du hast die fünf Juwelen in der Mitte nicht mitgenommen. Oh shit. Das wäre viel einfacher gewesen. Juwelen in der Mitte, ja, das kann sein. Hier oben liegt jetzt Geld. Ja, Sepp, dann mach doch hier mal einmal. Ich nehme das Geld, du schießt auf und ich renn durch. Ich hab's aufgemacht. Okay, das war ein bisschen. Okay. Wer ist hier? Ohne kommt. Ja, okay, das war. Als ob der dich über den Haufen Wieso? Schießt. Sprechen wir uns okay, da nicht Bram ab, kann einfach. Die mit der Drohne einfach das Geld abholen, oder? Das habe ich nicht kaputt gemacht. Das Geld ist gar nicht Peter. Geld liegt hier unten. Da kommt die nächste Peter lebt Drohne. Immer noch. Die haben jetzt kein Leben mehr. Ah, oh, nee, doch nicht. Ja, aber so einfach ist das nicht. Während ich die Jewels in der Mitte abhole. Nee, ist aber einer hier bei mir. Sind da jetzt beide? Kann ich einfach im Keller jetzt den Scheiß holen? Ja, macht das. Ist das safe? Ich geh jetzt zum Spawn. War ich absichtlich? Ich geh zum Spawn einfach mit Geld. Einer ist im Tresor oben. Okay, Peter, wir gehen beide abgeben. Komm, let's go. Let's go. Yes! Jawohl! Nice. Alter! Hier ist aber keiner drin. Hat er nicht gepiept als. Ja, hat es. Ich sehe keinen. War da eine Box? Ah. Drin? Schade. Da waren sie schnell. Das war aber nice mit dem Vault. Scheiße. Da hat keiner irgendwie sich zuständig gefühlt von denen. Das war nice. Nein, du hast direkt Vault gemacht. Ich hab direkt, ne, geklaut. Ja, okay. Das war und dann nicht konnte ich immerhin fliehen. Das war gut. Ist denn einer von uns getötet worden? Ich nicht. Ja. Bram ist getötet worden. Bram einmal, okay. Alter, das war wild. Das war krass. Das war mal wieder nice. Eine Folge Perfect heißt 2. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.